Ich bin heute auf dem Weg nach Berlin, um Multitalent Julia Malik bei sich zu Hause zu besuchen. Sie ist Schauspielerin, Musikerin und neuerdings auch Schriftstellerin. Ich bin begeistert von ihrem Stil und wollte schon immer mal wissen, wie wohnt sie eigentlich? Ah, das müsste es doch sein. Genau. Wie schön, dass wir hier sein dürfen heute. Ja, schön, dass du mal zu Besuch kommst. Wir sind ganz gespannt. Hallo. Ja, schön hast du es hier. Jetzt sind wir endlich mal bei dir. Ja. Jetzt musst du uns natürlich auch mal rumzeigen. Okay, also los, kommt rein. In jeder Ecke ist irgendwie was. Total schön. Genau. Hast du Hunger? Ein bisschen. Ich will was essen. Oliven, Mozzarella. Wir haben so einen italienischen Feinkostladen gegenüber. Der mich vorhin der ganz großartig ist. Richtig, richtig lecker. Aber, meine liebe Julia, eigentlich bin ich ja hier zur Wohnungsbesichtigung. Na gut. Magst du mir mal deine Wohnung zeigen vielleicht? Gut. Ich musste dich mit ins Bett nehmen, weil du wolltest meinen Lieblingsort sehen. Und der ist tatsächlich hier und es ist wirklich mein absolut größter Luxus in der letzten Zeit, dass ich ein eigenes Zimmer habe. Ich gestehe, ich habe zwei große Laster, das sind Kleider und Bücher. Wie man sehen kann. Ja. Und du schreibst ja auch gerade ein Buch. Und ich schreibe auch gerade eins. Also ich bin gerade beim Überarbeiten der letzten Fassung. Es geht um eine Mutter, die durchdreht. Okay. Du wirst ja sehen gleich, wenn wir durch die Wohnung gehen, es gibt sehr viele Liegeorte. Richtig gutes Buch. Wenn du dich mit einem Wort verewigen müsstest, was wäre das? Und jetzt Julia Maliks Persönlichkeit in drei Wörtern. Okay, also eigentlich muss es jemand anders über mich sagen. Der würde dann sagen, sie ist wahnsinnig klug und ganz schön und ganz, ihr fällt dir mal was Lustiges ein. Ich glaube, ich bin wahnsinnig neugierig. Ich glaube, sehr leidenschaftlich und sehr interessiert an Vorgängen und was so alles passiert, also an der Welt. Wieso lebst du eigentlich in Berlin? Ich bin in Berlin geboren und bin dann aber relativ früh schon weggezogen mit meinen Eltern. Und wir sind sehr viel rumgezogen in Deutschland. Und dann hatte ich irgendwann immer die Sehnsucht, mal nach Hause zu kommen. Dass man so ganz nah am Himmel ist, das liebe ich an dieser Wohnung tatsächlich sehr. Also dieses Zuhause bedeutet mir tatsächlich sehr viel, weil ich das so liebe, so Pflanzen. Die Ruhe und meine bestimmte Arten von Möbeln und Bildern. Jetzt zeig uns doch mal deine drei Lieblingswohnungsstücke. Oh Gott, die ist doch einfach wahnsinnig schön. Naja, diese Frau ist so toll. Es gab auch einen Mann mit Schnurrbart, den wollte ich auch haben, aber beides geht ja nicht. Muss besonders sein, finde ich. Muss was Eigenes haben. Das ist... Oh, ja, die ist ganz toll. Das ist nämlich ein Kamerastativ, ein altes, passt zum Beruf. Und es ist ja immer diese Vorbildung, die man so hat. Das ist natürlich aus Büchern, wie was beschrieben ist, oder aus Filmen, aus Bildern, die man gesehen hat. Und so setzt sich das dann, glaube ich, zusammen. Ich liebe das wahnsinnig, diese alten Möbel, die so eine bestimmte Substanz haben. Also ich bin tatsächlich sehr glücklich, wenn ich arbeiten kann. Dann war ich so sehr froh, als ich irgendwann diesen alten, das ist tatsächlich ein Eames, Schreibtischstuhl gefunden habe, der so saugemütlich ist und so. Dem fühlt man sich auch ein bisschen mächtiger. Du machst doch auch gerne Yoga, oder? Ja, ich mache das jeden Tag, eine halbe Stunde ungefähr. Und seit wann spielst du Geige? Seit ich 6 bin. Seit 11 Jahren bin ich in dieser Band. Hands up, Excitement.
Wow, so richtig, richtig schön. Also hier ist unsere Dachterrasse. Ich finde es ja ehrlich gesagt das Verlogene, wenn man möchte draußen sein, wenn man drin ist, möchte man eben auch draußen sein. Und hier ist man absolut draußen und trotzdem beschützt. Die ist, gehört zu Boden. Ihr müsst jetzt auch wachsen. Ja, die brauchen ja viel, die brauchen ja Mozart, um das zu wachsen. Ne? Also ich muss sagen, du hast wirklich eine wunderschöne Wohnung und wenn es okay ist, bleibe ich noch ein bisschen. Ja, es wäre perfekt, weil ich muss gleich zu meinen Skriptarbeiten weg und dann kannst du babysitten und die Blumen mal gießen, ja? Okay. Die Suppe zu Ende würzen.